Herzlich willkommen im Stadion. Immer wieder diese schöne Ungewissheit. Manni Breukmann und Frank Buschmann sind Ihre Kommentatoren. Ja, und wir freuen uns auf Manni. Hoffentlich klasse Fußball. Und in der heutigen Partie heißt es FC Barcelona gegen den FC Schalke 04. Der FC Barcelona, so etwas wie die Wiege des gepflegten Tiki-Taka. Mit haufenweise Talenten aus der eigenen Fußballschule. Und Talente, naja, das ist hier weit untertrieben. Weltstars würde ich es mal nennen. Und nicht vergessen, auch in den 50er Jahren waren die Katalanen zeitweise nahezu unschlagbar. Seit seiner Einweihung im Jahre 1957 wird das Camp Nou Stadion, übrigens ein reines Fußballstadion, von Barça als Heimstadion genutzt. Eröffnet wurde es damals mit einem Spiel des FC Barcelona gegen die polnische Nationalmannschaft. Die Katalanen gewannen 4:2. Stimmung hier im Stadion. Die Spieler sind auf der Reise. Langer Ball auf Messi. Da steht die Verteidigung. Er bringt sein Team in Ballbesitz. Hüntela. Pedro. Balleroberung im Mittelfeld. Ist das fahrlässig, an dieser Stelle den Ball zu verlieren? Mein lieber Mann, den hat er klasse gehalten und dann hält er den Ball auch noch fest. Gut mitgespielt, er geht im entscheidenden Moment dazwischen. Jetzt sind die Schalke dran, große Chance. Langer Ball. Kann Neymar damit was anfangen? Uchida. Neustädter. Wechsel im Ballbesitz. Barcelona hat ihn. Der landet irgendwo im Nirgendwo, rollt über die Seitenlinie. Und nun Jefferson Fafan. Achtung, hier bahnt sich vielleicht was an. Iniesta. Ja, das geht ja gleich gut los hier. Es gibt Freistoß. Aber kilometerweit am Ziel vorbei. Zweikampf um den Ballbesitz. Dani Alves. Tolle Flanke. Da war der Torwart doch noch dran, aber unfreiwillig. Und der Ball, er landet im Tor. Mein Gott, Buschi, das hast du auch gesehen. Das ist ein großes Tor gewesen. Ja, zum einen, wie er den macht, aber zum anderen, Manni, diese Vorarbeit zum Genießen.
Und es ist dieses konsequente Spiel über die Flügel, was immer wieder für Gefahr sorgt. Das war der Führungstreffer für den FC Barcelona. Guter Schiedsrichter, Vorteil für Schalke. Ja, hier könnte sich eine Chance entwickeln. Xavi. Langer Ball. Kann Neymar damit was anfangen? Dani Alves. Pedro. Die verstehen sich blind. Und der muss jetzt rein. Da nutzt keine Ermahnung. Da gibt es eine Verwarnung. Gelb. Und der Schiedsrichter sagt, das war Abseits. So, das ist Abseits. Brauchen wir gar nicht lange diskutieren. Und wir können hier belegen, eine sehr knappe, aber eine richtige Entscheidung. Pedro. Da muss er gar nicht so viel machen, aber er steht halt immer richtig. Das ist eine gute Einwurfmöglichkeit. Pedro. Den gibt er jetzt nicht mehr her. Er hält ihn fest. Er hat den Ball, der Torwart. Dani Alves. Xavi. Der Schiedsrichter hat kurz nachgedacht. Vorteil oder Pfiff? Er entschied sich für den Pfiff. Na, den Ball hat er jedenfalls nicht zuerst getroffen. Das zeigen diese Bilder dann doch relativ deutlich. Da lässt er den Schiedsrichter wirklich keine andere Wahl. Hüvedes. Draxler. Das sieht nach einer guten Möglichkeit aus. Xavi. Pedro. Das frühe Stören, es hat sich gelohnt. Schon im Mittelfeld sind sie wieder im Ballbesitz. Jones. Und dann wird er doch noch gestoppt. Iniesta. Matip. Hüvedes. Und Christian Fuchs. Ja, so schnell kann das gehen. Eine kleine Unaufmerksamkeit und schon ist der Ball weg. Draxler. Jetzt könnte es gefährlich werden. So macht das richtig. Er kämpft und hat den Ball. Draxler. Und nun Lionel Messi. Super Flanke. Auch so kann man sich befreien. Xavi. Schiedsrichter legt sich fest, es gibt Freistoß. Pedro. Oh!
war ganz, ganz eng. Hövedes. Schöne Aktion. Xavi. Jetzt kann er flanken. Der Ball ist frei. Jeder kann ihn haben. Und über diesen Pass freut sich nur der Gegner, denn der kriegt Einwurf. Fabregas. Bei diesem Kombinationsspiel hat man das Gefühl, der Gegner kommt überhaupt nicht ran. Sie sehen, wo er einwirft, also wenn er weit werfen kann. Jetzt ins Tor. Jawohl, tolle Parade des Torhüters und souverän festgehalten den Ball. Und nun Jefferson Fafan. Ein Virtuose, ein Künstler, der kann alles am Ball. Hünteler. Er hat das Preisausschreiben um den Ball gewonnen. Fabregas. Ja, jetzt kann er flanken. Sofort abgezogen und... Jetzt könnte es gefährlich werden. Toller Pass. Ein Tor, das wird ganz gefährlich. Achtung! Oh, da ist noch alles drin. Uschida. Neustädter. Draxler. Hünteler. Und nun Lionel Messi. Boateng. Immer gut, wenn der Schiedsrichter gleich am Anfang ein Zeichen setzt. Er muss Freistoß pfeifen. Flankenschlagen ist eine Kunst. Manchmal geht es auch daneben, wie in diesem Fall. Der Kampf für die Befreiung des Balles war erfolgreich. Iniesta. Eine Rangelei um den Ball. Achtung, hier bahnt sich vielleicht was an. Hünteler. Und das ist jetzt die Möglichkeit. Ja, das war Abseits. Was will mir ein 1:0 zur Pause sagen? Gar nichts. Alle Möglichkeiten für beide Teams im Durchgang 2.
So, auch von uns aus kann es wieder losgehen. Die zweite Halbzeit ist angepfiffen. Klare Sache, Freistoß. Ja, er grätscht da rein. Boateng, jetzt könnte es gefährlich werden. Tolbier, das macht rund. Mascherano hat den Ball. Ball getrennt. Das ist keine Aufgabe für den Torwart hier. Nee, nicht wirklich. Also, das war easy. Fabregas. Die Fans, die sind begeistert über dieses Kombinationsspiel, das sie hier aufziehen. Was für ein cleverer Pass. Mascherano hat den Ball. Piqué. Müsste abseits sein, ja. Hüntela. Der Außenseiter kommt wieder ins Spiel, vollkommen unerwartet. Klasse gemacht in dieser Situation. Und was ist das für ein Fußballspiel? Ah, das ist wunderbar gemacht. Und der ist absolut unhaltbar. Perfekt ins Eck. Wunderbarer Schuss. Iniesta. Xavi. Achtung, hier bahnt sich vielleicht was an. Sehr gute Flanke. Abgefälschter Ball und im Aus. Der Ball ist im Aus. Eckball für den FC Barcelona. Hüntela. Er ist selten verletzt. Und warum? Weil er immer über die Grätschen springt. Ja, Antizipation ist das Zauberwort an dieser Stelle. Und deshalb für den Gegner einfach nur ab ins Leere. Ja, der Ball war im Tor aus. Eckball. Die Gäste wollen wechseln. Beim nächsten Pfiff des Schiedsrichters dürfte es soweit sein. Uchida. Da hätte er auch Schwierigkeiten kriegen können, aber er hält ihn fest. Hüntela! Da kannst du doch nur noch verzweifeln bei so einem Torwart. Überragend. Auch hier ist er wieder zur Stelle, der Torhüter. Er hält wirklich alles fest. Hier zunächst mal den Punkt. Vielleicht fällt hier doch noch der Siegtreffer. Und vielleicht ist der Trainer mit der Auswechslung erfolgreich. Will jetzt hier vielleicht noch ein Joker-Tor. Was für eine klasse Tat. Also, wer macht hier den Treffer? Gegen solche Torhüter keiner. Unglaublich.
Lionel Messi. Und das sieht nach einer guten Torchance aus. Gut, dass er hier so entschlossen dazwischen geht. Ja, er grätscht da rein. Und so einfach war der Ball gar nicht zu halten. Boateng. Dani Alves. Das frühe Stören, es hat sich gelohnt. Schon im Mittelfeld sind sie wieder im Ballbesitz. Kevin Prince Boateng. Und um Christian Fuchs. Achtung, hier bahnt sich vielleicht was an. Das nennt der Abiturient antizipieren. Er liest die Situation und schnappt sich das Spielgerät. Xavi. Pedro. Der Keeper bedankt sich bei seinen Verteidigerkollegen. Das kann er auch machen. Ein ganz starker Einsatz. Jones. Boateng. Und nun Lionel Messi. Der Torhüter bei ihm bedanken, dass dieser Ball nicht durchkam. Das hat er klasse gemacht. Und es entwickelt sich eine Möglichkeit. Gut abgeblockt die Flanke. Jetzt können wir uns auf den nächsten Eckstoß freuen für den FC Barcelona. Jetzt haben sie sich den Ball im Mittelfeld zurückgeholt. Wer kriegt jetzt als nächster den Ball? Fällt hier doch noch der Siegtreffer. Und vielleicht ist der Trainer mit der Auswechslung erfolgreich. Will jetzt hier vielleicht noch ein Joker-Tor. Die Einwechslung sich bezahlt macht. Piqué. Jetzt könnte es gefährlich werden. Stand er stark unter Druck, das muss man sagen. Uchida. Und nun Jefferson Farfán. Wechsel im Ballbesitz. Barcelona hat ihn. Mascherano hat den Ball. Iniesta. Peter attackiert. Oh, fantastisch, wie er da geklärt hat. Das war enorm wichtig. Kevin Prince Boateng.
Dani Alves. Iniesta. Mit diesem Ballverlust bringen sie sich doch unnötig selbst in Gefahr. Piqué. Xavi. Foul gepfiffen und Hand. Jones. Da setzt er zur Grätsche an. Jetzt müsste er eigentlich durch die Mitte gehen. Pedro. Welche Mannschaft hat mehr aufs Tor geschossen? Hier kommt die Statistik. Und die Abwehr aufmerksam. Schöne Attacke, erster Preis, der Ball. Wenn das Spiel das nächste Mal unterbrochen wird, steht wohl ein Wechsel bei den Gästen an. Hat er noch ein paar Asse im Ärmel, der Trainer? Er bringt nochmal einen neuen Mann. Achtung, hier bahnt sich vielleicht was an. Pedro. Es steht unentschieden. Das ist nicht das Wunschergebnis der Schalker. Schauen wir noch mal hin, wie der Ball den Weg ins Tor gefunden hat. Gerade noch den Strafstoß pariert und bei der nächsten Aktion, da scheppert's doch. Okay, dieses Tor gucken wir uns gerne noch mal aus einer anderen Perspektive an. Und nach diesem Treffer können wir feststellen, der FC Barcelona ist im Rückstand. So, für einen Angriff reicht's noch. Der könnte Ihnen jetzt noch den Ausgleich bringen. Flanke fliegt in den 16er. Und die Flanke landet genau bei einem Abwehrspieler. Fabregas. Eine wichtige Balleroberung im Mittelfeld. Jones. Eine Rangelei um den Ball. Er ist selten verletzt. Und warum? Weil er immer über die Grätschen springt. Ja, Antizipation ist das Zauberwort an dieser Stelle. Und deshalb für den Gegner einfach nur ab ins Leere. Die zweite gelbe Karte, er muss runter. Ja, und damit schadet er seiner Mannschaft. Jetzt wird's noch mal kribbelig. Also für den war diese Flanke wirklich nicht bestimmt. Ja. Heute
beim Trainer des FC Schalke 04, bei den Fans natürlich auch. Sieg für Königsblau. Wie die hier vom Platz schlägt. Es war doch nur ein Freundschaft. Ja, aber ich finde das ja auf der anderen Seite auch ganz gut. Auch für die Zuschauer ist das natürlich was anderes, wenn es doch ein bisschen zur Sache geht. Tollen, hochklassigen Fußball haben wir gesehen, liebe Zuschauer. Da stimmen Sie mir sicherlich zu. Ich bin mir sicher, auch Ihnen hat das richtig Spaß gemacht. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Ihr Manni Breukmann.